Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Johnny's Kitchen, unserer kleinen, aber feinen Kochshow mit Musik, hier zur besten Sendezeit inmitten unseres eigenen Channels. Dies ist seit längerer Zeit die erste Folge von Johnny's Kitchen und wahrscheinlich können sich einige von euch noch daran erinnern, dass wir vor circa einem Jahr einen Aufruf gestartet haben für eine neue Location von Johnny's Kitchen. Vor einem halben Jahr sind wir dann fündig geworden und haben hier in Urfeld, genau zwischen Köln und Bonn, eine neue Bleibe gefunden. Sehr schön gelegen in einer dörflichen Atmosphäre, gleich am Rhein, direkt gegenüber von Niederkassel auf der anderen Rheinseite. Zum Auftakt einer ganzen Reihe von neuen Johnny's Kitchen Folgen bin ich sehr stolz, euch heute eine ganz besondere Künstlerin vorzustellen. Und zwar die berühmte französische Akkordeonistin, Komponistin und Sängerin Lydie Ouvray. Entsprechend unseres Mottos Cook and Play wird Lydie Ouvray nicht nur einige ihrer hinreißenden Lieder spielen, sondern sie wird auch etwas Leckeres für uns kochen. Es wird also spannend, bleibt dran. Aber jetzt erstmal unser Trailer. Hallo und herzlich willkommen, Lydie Ouvray in Johnny's Kitchen. Ich freue mich sehr, dass du hierher gekommen bist und für uns musizierst. Eines oder einige deiner wundervollen Lieder spielen willst. Mhm. Aber du musizierst nicht nur, sondern du wirst auch etwas Leckeres für uns kochen. Und zwar wird das sein? Ein Hähnchen normannisch. Also da wird das Hähnchen in Calvados, mit Calvados flambiert und in Cidre gebacken und am Schluss muss natürlich Crème fraîche rein, wie in jedem normannischen Gericht oder fast. Und dazu servieren wir gebratene Äpfel und Bandnudeln. Das klingt sehr, sehr lecker. Ist es auch. Und den Calvados nehmen wir, um das Ganze zu flambieren. Ja. Und danach wird es in Cidre gedünstet, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Und Cidre ist ja auch die Grundlage für Calvados, der ja nicht so heißt, weil er aus Calvados-Äpfeln gemacht wird, sondern weil er aus der Gegend, aus dem Departement Calvados kommt. Das muss man also wissen. Das muss man wissen. Also das Departement, wo ich geboren bin, heißt Calvados und der Schnaps, der Apfelschnaps heißt nur Calvados, weil er aus Calvados kommt. Tatsächlich. Das ist wunderschön und ich freue mich natürlich, dass wir das zusammen kochen. Und noch mehr freue ich mich natürlich auf deine wundervollen Lieder. Und danke. Ich glaube, jetzt hören wir zuerst mal. Soll ich mal was spielen? Ja, genau. Okay. Schön, bis dann. Thank you.
Möchtest du streifen oder würfeln? Würfeln. Also, wenn du vielleicht so einmal, ja, und dann nachher so, weißt du? Einmal? Ich mein, ja, oder wenn du einmal. Male. Oder zweimal. Zweimal? Schaffst du zweimal? Ja, sicher. Und dann in die Länge. Ja, und das ist super, weil ich merke beim Zwiebelschneiden nichts, weil ich Kontaktlinsen trage. Wusstest du das? Ja, gut, dass wir das dann so geteilt haben, dass ja, du genau. Die Zwiebeln machst und ja, den Speck. Deshalb habe ich dir das so vorgeschlagen, weil ich weiß, dass ich geschützt bin. Also die Kontaktlinsen schützt praktisch das Auge und ich muss nicht weinen. Das ist praktisch. Also was ich nicht kann, ist so wie manche tollen Köche, weißt du, dieses tak, 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 tak. Das kann ich überhaupt nicht. Also die Bewegung selbst kann ich schon. Ja. Ja, ja, okay. Schnell genug die Finger weg. Aber ja, ist. Genau. Dann kommt der Speck rein. Die Schalen und so. Also ja. Ich habe die das Hähnchen habe ich schon die Haut weggemacht, weil sonst wird es zu fett, wenn man die Haut dran lässt. Außerdem wird die Haut bei diesem Gericht sowieso nicht kross, weil es ja also in Flüssigkeit in den Cidre backt. Ne? Also Köche. So, jetzt tue ich die Zwiebel dazu. Und dann muss man beim Kochen was trinken unbedingt. Also in Frankreich zumindest. Finde ich auch. Ich habe mal gehört, beim Kochen muss man erstmal ein Glas Wein in den Koch schütten. Ja, genau. Sonst kann der Koch nicht richtig kochen. Genau. Santé. Ihr kennt alle noch den Clown Pick aus dem Circus Roncalli. Er hatte damals diese wunderbare Nummer, wo er diese Seifenblasen machte, die immer größer wurden. Es war eine wunderbare poetische Nummer, die mich damals sehr beeindruckt hat. Ich habe auch damals für Pick ein Stück geschrieben. Wir haben uns kennengelernt, wir haben zusammen gearbeitet. Kurz und gut, Jahre später habe ich ein kleines Stück geschrieben, so ein ganz leises kleines. Und ich habe das in Itzehoe gespielt. Und neben unserem Theater ist auch ein Puppentheater. Und nach der Vorstellung kam der Puppenspieler von diesem Theater, der auch der Direktor von diesem Puppentheater ist, und erzählte mir, dass er eine Puppe gemacht hat, der Clown Pick. Und dass er diese Nummer nachmacht mit der Seifenblase. Als einzige in Europa, glaube ich, haben sie das geschafft, mit einer Puppe diese Seifenblasen zu machen. Und er bat mich, ob er dieses kleine Stück, was ganz neu war und noch keinen Titel hatte, ob er das nehmen könnte als Hintergrundmusik für seine Nummer. Und mir hat es sehr gefallen und ich habe ihm das natürlich erlaubt. Und so hatte ich auch direkt einen Titel für dieses Stück, das heißt nämlich seitdem Seifenblase. Thank you.
Also ich nehme das jetzt raus. Wenn es so eine schöne Farbe hat, damit ich meine Hähnchenkeulen da drin dann braten kann. So, dann brate ich jetzt meine Keulen. Der Topf ist auch schön groß, da werde ich alle gut nebeneinander kriegen, das ist gut. Guck, wunderbar, ja. Ja, genau. So, das kann weg. So, und die brate ich schön scharf an. So. So. Erstmal schön. So, dann lässt du ein bisschen und dann löschst du ab. Ja, das ist richtig flambieren. Und jetzt die Zwiebel wieder rein. So, machst du mir bitte den Cidre auf? Ja, genau. So, dann verteile ich meine Zwiebelchen schön und den Speck schön überall rein. Und dann spielst du doch noch mal was für uns, richtig? Gerne. Oder wir spielen sogar was zusammen. Das wäre doch eine schöne Idee, oder? Eine schöne Sache. Ja. Ah, übrigens, guck mal, so viel habe ich reingetan. Ah ja, okay. So, und jetzt kommt der Cidre so drauf, ja, dass es so ziemlich schwimmt. Dass es fast zugedeckt ist. Fast zugedeckt, ja genau. Also guck mal, wie viel ist das? Das ist eine Dreiviertelflasche. Ja, Dreiviertelflasche von 0,7. Ne? Also eine halbe Liter, sagen wir mal. Ne? Genau, und jetzt muss es vor sich hin köcheln. Und dann tun wir den Deckel drauf, ne? Und später, also ich würde sagen, ich guck mal in Viertelstunde, 20 Minuten, Viertelstunde, wie es aussieht. Und wenn es schon ein bisschen, wo ich denke, ah, es dauert nicht mehr lange, tue ich die Champignons rein. Okay, das können wir ja dann machen, nachdem wir zusammen zum Beispiel Musik gespielt haben. Genau. Gut, dann gehen wir da jetzt mal zum Klavier. Genau. Super. Machen wir die Schürze weg. Thank you.
So, ich schneide die Äpfel eigentlich nur, sage ich dir gleich, mal erstmal das weg. In der Mitte, mehr nicht. Das Nudelwasser kocht schon. Das ist aber noch ein bisschen schön. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Genau. Ne? Das Hähnchen muss noch ein bisschen. Ja, also für die Äpfel tue ich jetzt ordentlich Butter in die Pfanne, dass die Äpfel in der Butter gebraten werden. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch die Champignons reinfüllen. So, jetzt kommen die Äpfel. Oh ja, wir haben viele Äpfel gemacht, aber ist okay. Ja. Ja, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Ja. Könnte man das müsste jetzt noch erfunden werden, ja. Genau. Extra für Johnny's Kitchen. Ja, ja, ja. Also es ist schön, wenn die Äpfel so ein bisschen Farbe bekommen. So wie die da. Jetzt tue ich ein bisschen Salz und Pfeffer auf die Äpfel, aber nur so ein ganz bisschen. Ja, weil gut, also man merkt, ne, wenn die so weich werden, dann ist das gut. Man kann auch noch mal einen Deckel drauf tun, dann werden die noch ein bisschen gedünstet. Hast du noch einen Deckel dafür? Ja, der ist noch ein bisschen kleiner als die Pfanne, aber ich glaube, das kann man trotzdem mal gut machen, oder? Ah ja, das ist der gut. Der schließt ganz gut ab. Ja, dann weißt du was, dann mache ich die sogar mal aus. Sollen ich glaube, das sicherheitshalber reicht. Nicht ein bisschen Calvados auch noch reingehen? Dann können wir noch mal flambieren, oder? Dann hat Rocco noch mal. Können wir schön machen. Sollen wir das machen? Können wir machen. Der verdunstet ja sowieso, der Alkohol. Ja, ja. Also, Calvados kann nie schaden. Ja, das denke ich eigentlich die, auch. Die Streichhölzer. Streichhölzer sind hier. Also der Deckel ist auch. Ui. Ja, das ist doch schön. Schön. Dann karamellisiert jetzt der Apfel. Ja. Der Zucker im Apfel karamellisiert. Genau. Sur un petit air d'accordéon. Pour toi mon père, pour toi Jeannot, j'espère que tu l'entends de là-haut. Toi ton rêve c'était la trompette, mais tout gamin y'a eu le boulot, ni temps ni argent pour la fête. La vie ce n'était pas du gâteau, mais tu sifflais toute la journée. Pour te trouver, il suffisait d'écouter d'où la mélodie venait. T'étais le rossignol de l'atelier. Elle est pour toi, cette chanson, sur un petit air d'accordéon. Pour toi mon père, mon gars Jeannot, j'espère que tu l'entends de là-haut. As-tu rencontré ta Jeannette, qui devint ta femme et ma mère, en dansant une valse musette dans une guinguette en bord de mer? Tu aimais tant l'accordéon qu'un beau jour tu m'as demandé, avec ton petit sourire fripon, si je voulais apprendre à en jouer. Elle est pour toi, cette chanson, sur un petit air d'accordéon. Pour toi mon père,
perdu longtemps de l'amour. J'ai appris le solfège et l'accordéon. Ton rêve sur moi, tu l'as transmis. Tu l'as vécu de cette façon. C'est grâce à toi si je suis là à vivre ma vie en chanson. T'étais si fière de moi, merci papa. Merci pour mon accordéon. Elle est pour toi, cette chanson, sur un petit air d'accordéon. Pour toi, mon père, pour toi, Jeannot, j'espère que tu l'entends de là-haut. Elle est pour toi, cette chanson, sur un petit air d'accordéon. Pour toi mon père, pour toi Jeannot, j'espère te l'entendre là-haut. Pour toi mon père, pour toi Jeannot, j'espère te l'entendre là-haut. Dann werde ich langsam mal abschmecken. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Was ist mit den Nudeln? Guck mal, ob die. Ich habe jetzt nicht auf die. Die dürfen noch. Die dürfen noch ein bisschen? Ja. Okay. So, jetzt kommt die Creme fraiche rein. Was sagt ihr dazu? Sehr lecker. Ist das was für euch ehrlich ja, ist? Ja, doch, ich finde das wirklich lecker. Mhm. Johannes? Sehr gut abgeschmeckt, finde ich. Ja? Also wirklich sehr balanciert. Es ist nur Salz und Pfeffer, ne? Ja. Also ist auch typisch für die normannische Küche. Wir haben nicht so viele Kräuter, also gut Petersilie, Thymian, Lorbeer. Aber in dem Fall kommt wirklich nur Salz und Pfeffer, weil du hast schon sehr viel von den Äpfeln und vom Calvados, ne? Hast du schon viel Geschmack? Ja, ja, das bringt sehr viel Geschmack, viel Aroma. Aber es harmoniert sehr gut. Und wie gesagt, so, wenn der Cidre noch ein bisschen herber ist, ist das noch so einen ganz kleinen Tuck besser, finde ich. Aber, also, schmeckt schon in die Richtung, wie es sollte. Thank you.
Musik.